Heute tauchen wir in die Energie des Vollmondes am 6.4. und seine Auswirkungen auf bestimmte Sternzeichen ein. Diese Nacht wird besonders magisch und intensiv, da der Vollmond im Sternzeichen Waage seinen Höhepunkt erreicht und eine Energie der Harmonie und Partnerschaft verbreitet. Wir werden uns besonders auf die Auswirkungen von 7 Sternzeichen konzentrieren und du erfährst am Schluss auch noch etwas für die anderen Sternzeichen. Bist du bereit, mehr zu erfahren? Dann lass uns jetzt gleich loslegen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianer und ich bin Heilmedium und Buchautorin. Jetzt beginnen wir. Wenn du ein Löwe bist, solltest du dir diese Vollmondnacht nicht entgehen lassen. Sie fordert dich auf, tief in dich selbst zu schauen und dein wahres Selbst zu entdecken. Nutze die Energie des Vollmondes, um deine wahre Essenz erstrahlen zu lassen und vergiss dabei nicht, die Liebe und Schönheit in dir zu teilen mit deiner Partnerin, mit deinem Partner und deiner spirituellen Gemeinschaft. Es ist an der Zeit, großzügig zu sein und zu strahlen. Jetzt kommen wir zum Wassermann. Ihr lieben Wassermänner, es ist Zeit, frischen Wind in euer Leben zu bringen. Der pinkfarbene Vollmond wird euch dabei helfen, eure Dynamik zu erhöhen und Harmonie in eure Beziehungen zu bringen. Nutzt die Vollmondnacht, um eure inneren Kräfte zu mobilisieren und stärkt eure Liebe und Verbindung zu euch selbst und anderen. Schafft Raum für Offenheit und Balance auf eurer Reise durchs Leben. Ihr werdet überrascht sein, was passieren kann. Ihr lieben Waage-Menschen, ihr seid unter dem pinken Vollmond geboren und habt somit heute das Glück auf eurer Seite. In dieser besonderen Nacht wird euch Fülle und Freude in die Arme fallen, wenn ihr euch auf die Geschenke des Universums konzentriert. Atmet tief ein und öffnet eure Herzen für die positiven Entscheidungen, die auf euch warten. Denn ihr habt alles, was ihr braucht, um eure Träume zu verwirklichen. Lasst den pinken Vollmond seine Magie auf euch wirken und genießt jeden Augenblick voller Dankbarkeit und Freude. Der Steinbock. Der pinke Vollmond schenkt euch einen großen Energieschub, sodass alles in eurem Leben zum richtigen Zeitpunkt klappt. Seid achtsam und aufmerksam für diese besondere Energie, die euch umgibt. Fühlt, wie sie euch nährt und euer Selbstvertrauen stärkt. Lasst euch von dieser kosmischen Kraft zu neuen Höhen und Erfolgen bringen. Jetzt kommen wir zu den Fischen. Hallo, liebe Fische, ihr fühlt euch einfach unbesiegbar. Ihr seid voll motiviert bei der Arbeit und im Sport. Ihr habt eine unwiderstehliche Ausstrahlung und seid begehrte und perfekte Menschen für eine Gesellschaft auf jeder Party. All das verdankt ihr Mars und Merkur, die euren positiven Vibes noch mehr Power verleihen. Wer den Fischen widerstehen kann, gehört fast schon zu einer aussterbenden Spezies, denn sie blühen förmlich vor Lebensfreude und guten Schwingungen auf. Das wirkt sich auch auf ihre Liebe aus. Singles haben die Qual der Wahl, während Paare noch tiefer in die Beziehung eintauchen können. Von kleinen Abenteuern bis zur großen Liebe gibt es heute für die Fische alles. Und dank der kosmischen Konstellation von Merkur und Uranus steht der Stier im Job vor einem aufregenden Fortschritt und einer Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Stillstand ist jetzt keine Option mehr. Es ist Zeit, noch mehr Energie und Leidenschaft zu investieren, um weiter voranzukommen. Veränderungen sind herzlich willkommen und du fühlst dich bereit, die neuen Abenteuer und spannenden Aufgaben, bei denen du viel lernen kannst. Dein Energielevel ist hoch und du bist motiviert,
körperlich aktiv zu sein, sei es beim Sport oder in Form von Wellness und Entspannung. Also, go and enjoy! Lieber Zwilling, du bist derzeit ein echter Magnet für die Menschen und eine echte Inspiration für alle um dich herum, besonders heute am pinken Vollmond. Dank Mars bist du selbstbewusster und dank Venus strahlst du eine umwerfende Ausstrahlung aus. Ob du nun mit Kollegen, Kunden oder Freunden zusammen bist, völlig egal, jeder möchte gerade Zeit mit dir verbringen. Und in der Liebe hast du auch an diesem Tag besonders gute Chancen. Also mache das Beste aus diesem Tag und du wirst feststellen, dass es ein wundervoller Tag werden wird. Für alle anderen Sternzeichen gilt es heute, den Abend einfach mal zu genießen. Wie wäre es denn mit einer schönen, tiefgehenden Meditation? Denn dies ist ein großartiges Geschenk voller Liebe für euch und alle Sternzeichen, die von dieser heiligen Zeit berührt werden. Taucht tief ein in eure spirituelle Energie und lasst euch von der mystischen Energie des pinken Vollmonds einfach verzaubern. Eine Chance, um dein inneres Frieden finden zu lassen und dich mit der göttlichen Kraft einfach mal zu verbinden. Gönne dir heute einen wunderbaren Abend voller Entspannung und Ruhe. Teile diesen Podcast, damit noch mehr Menschen erfahren, was der pinke Vollmond für wundervolle Energien bringt, und like und teile es. Ich danke dir sehr und wir hören uns bald wieder. Deine Smarana.